Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian von der Polizeidienststelle Brunnengasse werden zu einem Brand gerufen. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Das soll ein Zimmerbrand sein in dem Haus. Wir sehen jetzt da momentan noch nichts. Man riecht schon was, bisschen was Anbrennendes, wie Milch. Aber ist sicher auch kein Rauch oder so. Werden wir jetzt einmal schauen, was uns die Feuerwehr gleich sagt. Wir lassen einmal die Feuerwehr arbeiten. Also wichtig ist einmal, dass die Feuerwehr ihre Arbeit machen kann. Wir versuchen sie so gut dabei zu unterstützen, wie es geht, indem wir einfach schauen, dass wir einen Aktionsraum freihalten. Und unsere Arbeit beginnt eigentlich dann erst, wenn die Feuerwehr fertig ist. In der Wohnung wird ein Mann angetroffen. Er gibt an, während des Kochens eingeschlafen zu sein. Das Brandopfer ist unverletzt. Augenzeugen haben gerade noch rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert. Wir gehen zu Fuß spazieren mit meinem Freund Herr Zaki. Er hat Lokal da, ja? Frische Luft, wir kommen da und dann. Und sieht man, dass ein Rauch kommt. So starker Rauch kommt vom Fenster. Wir haben gedacht, entweder Kinder hat gespielt oder mit dem Feuerzeug oder so. Oder jemand hat richtig gedacht, jemand hat eingeschlafen und essen oder so. Haben wir eh gerufen, sowas. Und dann, ja, wir haben den gleich angerufen. Weil wenn er länger drinnen gewesen wäre, wäre er irgendwann wahrscheinlich an den Rauchgas erstickt. Ja. Es sind keine Brandspuren, es war nur verraucht, weil es ist ein Kochtopf am Herd gestanden und der Herr ist eingeschlafen. Das Essen ist anbrennt und hat begonnen zu rauchen. Und ich habe jetzt, nachdem das jetzt belüftet worden ist und kein Rauch mehr in der Wohnung ist, habe ich die Fenster geschlossen, das Licht abgedreht, die Wohnung versorgt, wieder zugesperrt und habe jetzt dem Herrn den Schlüssel mitgegeben, weil der kommt jetzt vorsorglich einmal ins Spital, damit die Lungenröntgen machen und schauen, ob eh alles in Ordnung ist mit ihm. Für Feuerwehr und Polizei ist der Einsatz damit erledigt. Karin und Christian zeigen sich über den glimpflichen Ausgang des Brandes erleichtert. Das stinkt nur trotzdem, oder? Na was? Aber du wirst nicht glauben, was in den Topf war, weil es ist Milch, es riecht ja nach Milch. Ja. Ein Speckschwarten war drin. Ein Speckschwarten? Ja, irgendein so mit einem Knochen, also ein Fleisch mit Speck. Okay. Also komisch, also den Geruch hätte ich nicht erwartet bei dem. Ich hätte eher geglaubt, das ist irgendein Pudding oder so irgendwas. Wir haben schon wirklich viele Brände gehabt, wo auch wirklich Leute gestorben sind, Leute schwerste Verbrennungen davongetragen haben. Das ist halt dann natürlich tragisch, neben dem ganzen materiellen Schaden, den die Sache nach sich zieht, vom Feuer, vom Rauch, aber auch natürlich vom Löschwasser. Wenn dann noch wer stirbt und dann Angehörige dort sind, wenn dann wer schwer verletzt ist und ins Krankenhaus gebracht wird, wenn kleine Kinder mit Atemfluchtmasken durch Stiegenhaus gerettet werden müssen, wenn Menschen über Drehleiter geborgen werden, das sind da schon wirkliche menschliche Schicksale auch dahinter dann. Nach einer Verfolgungsjagd ist es Kollegen gelungen, den Mann zu überwältigen. Ja, keine weitere Unterstützung erforderlich. Keine weitere Unterstützung, bitte. Was soll denn weghaus? Ja, das Gift, ich hab's ja gesagt. Was sprechen Sie für eine Sprache? Ha? Ja, da wird mir normal Deutsch gesprochen. Ach so? Ja. Nur schau, hat er es verlernt beim Davonlaufen. Ja, danke. Nichts einstecken. Was sprechen Sie für eine Sprache? Ich hab nichts, Bruder. Was sprechen Sie für eine Sprache? Ha?
Hey, welche Sprache verstehen Sie denn? Ich hab nichts aus. Indisch? Ja, welche Sprache verstehen Sie? Serbisch. Serbisch, na schon. Na gut, aber Sie auch kann, hä? Da hat offensichtlich einmal nichts, aber. Na, das hat er weggehauen. Wir sind präventiv vorbeigefahren. Der hat uns gesehen, der hat vorher mit mehreren Herrschaften, die was dann in einer Traube auseinandergegangen sind, wie Szene typisch ist. Und dann hat er uns gesehen und ist schon Richtung innerer Gürtel und dann wieder durch die U-Bahn-Station bis daher. Und wir sind dann nachgelaufen. Der hat aber noch mehr Sachen weggeworfen. Kann ich jetzt aber nicht mehr sagen. Passt alles. Ich habe mir das Radl von der Dame genommen und bin halt hinterher geradelt. Deswegen nochmal Dankeschön an die Dame, dass sie ihr Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Sie war genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Falls irgendwelche Beschädigungen am Fahrzeug, ich meine, sollten keine, ich habe ja darauf geachtet, aber falls was sein sollte, melden Sie sich einfach mal. Das wird schon. Ihre Telefonnummer auf kurz bitte. Seine Schuhe? Ja, aber hab ich nicht gesehen. Okay. Ich bin dann, wo ich durch die U-Bahn-Station gelaufen bin, wo hat er schon keine Schuhe mehr gehabt? Ja, der hat die Flipflops verloren, habe ich gesehen. Ich muss nämlich noch mal zurück, der hat nämlich vorher nur was weggerufen. Ja, komm, gehen wir noch mal hin. Wir müssen nicht zum Auto. Nein, wir schauen gleich ein bisschen auf den Parkplätzen. Okay. Finden. Begleitet ihr uns am Frosch, wir können dann nachher gleich mal unsere Identität. Passt. Machen wir es so. Okay. Passt, danke euch. Okay, wir schauen jetzt noch mal wegen Gift, ob wir noch was finden. Du hast einen Radl gehabt, gell? Und ich habe einen Zeugen, gell? Der hat das alles gesehen. Super. Passt. Dann wir gehen zum Autoretour und gehen die Strecke nochmal ab, weil er hat. Ob er noch was hat? Ja, na, das ich, deswegen wollte ich nämlich fragen, ja. Die Dame hat, nämlich ist bei mir stehen geblieben. Haben Sie mein Fahrrad? Fahrrad? Ich habe immer Auto nämlich gegen die Eimer gefahren. Und da habe ich es genau richtig gekommen. Ja. Ja, was ist das Fuß unten oder habt ihr es im Funkwagen? Wir sind zum Josi gefahren. Ach so, und der Funkwagen steht noch unten? Genau, ja. Steht noch unten. Nein, ist eh offen, nicht? Wahrscheinlich. Nein, ich habe es nicht. Ach so, schade. Wahnsinn. Gift haben wir, oder? Gift habe ich. Okay. Das Gift habe ich. Wie ist das? Groß. Groß? Groß, ja. Wie viel? Ein paar Bäckes. Ich zeig mal, wie das ausschaut, was er da geworfen hat, damit man ungefähr, dass ich weiß, nach was ich suche jetzt da. So, das ist so ein Handy. Das sind so abpackte Bäckes. Ah, solche Bäckes, ja, schon. Gut. Das sind portionierte Suchtmittel, Gras, sagen die dazu. Heißt, sprich, eine Marihuana. Schaut aus, als hätte das portioniert fürs Verkaufen. Ist was Verbotenes. Darf man in Österreich auch nicht einmal besitzen. Glaubt zwar viel, dass man, wenn man es nur für den Eigenbedarf einstecken hat, dass das erlaubt ist. Stimmt aber nicht. Der Besitz ist gänzlich verboten in Österreich. Da ist er dann auch gelaufen. Haben Sie gesehen, hat der was weggeschmissen? Waren Sie da, wie die Kollegen jetzt gerade gelaufen sind? Ja, ja. Hat der irgendwas weggeschmissen? Haben Sie was gesehen? Hat der was weggeschmissen? Nein, wir gehen jetzt einfach den Kollegen nach, weil die gehen jetzt die Strecke noch mal komplett ab, ob der noch irgendwas weggeworfen hat. Weil der Kollege, der unmittelbar hinten drauf war, der hat immer gesehen, dass er solche Handbewegungen gemacht hat. Und er hat aber nicht genau gesehen, was er da und ob er was weggeschmissen hat. Der Brunnenmarkt ist mit rund 160 Marktständen der größte ständige Straßendetailmarkt Europas. Rund um das Marktgebiet finden die Polizisten kein Suchtgift mehr. Ja, ich schreibe ihm die Daten auf und dann für uns war es das schon wieder, ne? Was für Daten schreibst du? Na, vom Zeugen, ich hab den Zeugen, okay, der das mitgekriegt hat, wie der das weggeworfen hat. Der hat das dann aufgehoben. Wir haben am Funk mitgehört, dass die Funkbesatzung von unserer B-Unterstützung braucht bei der Verfolgung von einem Täter. Noch was haben wir natürlich nicht gewusst, weil ja, das ja im Zuge der Verfolgung nicht durchgehen kann. Täter wurde dann angehalten von einem anderen Funkwagen von der Polizeiinspektion Wattgasse und hat sich herausgestellt, dass das ein Verdächtiger nach Suchtmittelhandel ist. Also er hat beim Davonlaufen alles davongeworfen, von dem Suchgift, das er mitgehabt hat. Da gibt es auch Zeugen dafür. Das wurde jetzt vom Kollegen unserer Polizeiinspektion sichergestellt und er ist jetzt auf dem Weg in den Arrestbereich im 16. Bezirk. Die Beamten setzen ihre Streife fort. Dabei stechen Karin einige Verstöße gegen das Gesetz ins Auge. So gern, das kann da am Gehsteig nicht. Jetzt, am Gehsteig oben, da kann man nicht mit dem Kinderwagen vorbei. Da stehen sie da wenigstens oben, wenn schon so schlecht stehen. Halbe! Da brauchst du gar nicht stehen bleiben, da. Ich habe gerade gesehen, dass es da nicht steht. Passt, aber schauen Sie, da bitte ist noch frei. Schauen Sie. Ja.
Da wird gerade einer Fleh, da fliegt da gerade einer mit. Erst sag einmal, was ist jetzt da? Und das braucht man doch gar nicht durch die Gegend schauen. Das gibt's doch nicht. Das rote Licht wird für Sie auch gelten. Es gehört jeder mit einem Kennzeichentafel ausgestattet. So wie ein Rucksack. Ja, richtig. Eine Warnweste für den Fußgänger. Genau. Die Polizisten werden zu einer Trafik gerufen. Wir müssen einen Einsatz hierher bekommen in die Trafik. Eine Befürchtung einer Vorbereitungshandlung für einen Einbruch. Werden wir jetzt schauen, was die Dame oder Herr genau darunter versteht. Und dann werden wir sehen, ob Maßnahmen notwendig sind. Wir hatten schon dreimal einen Einbruch. Und jetzt haben sie eben die Schrauben probiert zum Aufmachen. Und jetzt haben wir gedacht, das rufe ich sicherheitshalber an. Wenn es eine Vorbereitung oder was ist. Ausweis, bitte. Ja? Ha, bitte. Wir sehen da die vergitterten Fenster, die gehören zum Geschäftslokal. Und die sind verankert da in der Hausmauer. Mit Schrauben und da hat jemand versucht, dass er das Gitter da wegbringt. Also muss man annehmen, dass der da rein wollte. Einmal haben sie komplett ausgeräumt, also das war extrem. Und das eine Mal war nur der Versuch und einmal ist es auch unterbrochen. Da ist zwar der Schaden halt stark gewesen, aber da sind sie auch nicht reingekommen, weil da hat es ein Herr von da drüben gehört. Ich schaue noch Werkzeugspuren, die markant sind für dieses Werkzeug, was verwendet worden ist, oder Fingerabdrücke oder DNA. Möglichkeit, dass der Täter da seine DNA verteilt hat. Schaut nicht gut aus, aber probieren kann man ja alles. Wir haben da ein eigenes Team, die kommen vorbei, die haben die ganzen Spurensicherungsausrüstung mit. Die schauen sich das dann einmal an und schauen, ob sie da was abnehmen können, weil es ist ja möglich, wenn sich der so angestrengt hat, dass er schwitzt, gespuckt oder sonst irgendwas. Also ich sollte jetzt nicht so viel in die Richtung reden, weil sonst habe ich da meine DNA drauf, aber von Fingerabdrücken oder so sieht man da jetzt momentan eigentlich nichts. Wann sind denn Sie Freitag weggegangen? Ich bin am Freitag um 16.30 Uhr weggegangen, der Chef um 19 Uhr. Also bis 19 Uhr war also da bis, ja, bis 19 Uhr. Okay. Und gemerkt haben Sie es jetzt gerade? Ja. Wir werden mal bei der Spurensicherung anfragen, ob die glauben, dass es in diesem Fall verwertbare Spuren gibt, weil die ja tagtäglich damit zu tun haben, natürlich andere Erfahrungswerte haben. Ich glaube fast nicht, aber wenn wir schauen, wenn Sie sich anschauen wollen, vielleicht, dass eventuell DNA-Spuren drauf sind oder verwertbare Werkzeugspuren, wo zumindest ein gewisser gleicher Modus erkennbar ist, wenn vielleicht in der Umgebung oder im zeitlichen Zusammenhang mehrere Trafikeinbrüche waren, kann man die da vielleicht zuordnen. Wenn es dann bei der einen oder anderen Einbruch auch noch einen Täter gibt, kann man das vielleicht dem oder derjenigen auch zuordnen. Es ist natürlich schon das Problem, dass durch diverse Serien jetzt die Leute glauben, dass da jetzt bei jeder strafbaren Handlung die Kollegen mit dem weißen Oberall daherkommen und kleinste Haarteile oder Hautteile jetzt suchen oder sichern. Was natürlich nicht immer so einfach ist, zumal ja diverse Türklinken oder anderes ja zig Leute in der Hand haben, wo einfach keine verwertbaren Spuren zu erwarten sind. Im Jahr 2014 wurden in Österreich insgesamt 35 Trafikeinbrüche zur Anzeige gebracht. Ich habe das Top-Team erreicht, ja. Und die haben jetzt nachgeschaut. Das ist in der Gegend eigentlich der einzige Fall, der heute bekannt worden ist. Der kommt jetzt dann vorbei, schaut, ob er was abnehmen kann. Für uns ist klar. Aber die Dame braucht jetzt nicht da bleiben, oder? Die Dame braucht nicht da bleiben. Es kommt wer vorbei von der Spurensicherung, sie müssen aber nicht da bleiben. Sie werden den wahrscheinlich als solchen gar nicht erkennen, weil schaut es nur an, ob also er irgendwas hört. Wenn sie einmal dumm fummelt, dann wird es der Kollege sein wahrscheinlich. Also wenn er eine Maske auf hat, ist nicht unser Kollege. Es ist halt, man muss halt natürlich auch sagen, mit diesen außenliegenden Schrauben, es ist halt wirklich eine, es ist halt eine Verzögerung natürlich. Nicht? Aber ja, bis jetzt mal haben sie es aufgezwickt. Ja, eben, ja. Da sehen Sie, das sind ja zwei Unterschiede. Ja, ja, genau, ja. Am gescheitesten war, also wenn der jetzt wieder kommt und was anderes montiert, dann sagen sie ihm, er soll Schrauben nehmen, die, also Schlitzschrauben, und dann anflexen oben, dann, also diese, dort wo man mit dem Schraubenzieher, dann kriegt man es zwar nie wieder runter, außer mit Außenstämmen, aber er kann auch nicht schrauben. Zumindest die unten liegenden, nicht? Weil, ich meine, das fällt uns dann schon auf, wenn einer oben steht und schrauft, mitten in der Nacht. Ne? Aber da herunten ist relativ einfach. Ne? Ja. Gut. Ja. Fein. Was? Okay. Alles klar, bitte. Danke, gern. Wiederschauen. Im Nachtdienst wirft Karin erneut ein strenges Auge auf das Verkehrsgeschehen. Dame, hätte alle Grüß Sie. Lassen, ja, aber da braucht man so nicht stehen.
Nein. Warte, ich glaube, der hat keinen Parkplatz. Das ist ein Blauschel. Grüß Sie. Hallo. Sie stehen schlecht, Sie wissen das? Ja. Vor 1,04 Meter. Ja, und dran sind Motor an und tratschen das Wetter. Wir quatschen ja nur. Ja, die stellen sie ihn aber drüben hin, nicht, dass ihn aber zusammenführt. Nein, wir haben uns gerade auf der Straße gesehen. Ja. Einmal ja dran oder setzen Sie ihn dazu. Danke. Ja, wieder schauen. Plötzlich bemerken Karin und Christian ein Taxi, das bei Rot in die Kreuzung biegt. Das kann aber jetzt nicht sein. Weißt, wir haben doch grün schon die ganze Zeit. Also auch gut ist er nicht, wo Salat drin sitzt. Werden Fahrgäste befördert, muss sich der Taxifahrer nicht anschnallen. Bei Leer- oder Botenfahrten besteht für den Lenker allerdings Gurtpflicht. Wissen Sie, warum ich Sie anhalte? Ich hab grün gehabt schon die ganze Zeit. Es war rot, wenn es mit dem Telefon angelenkt, oder was? Ja, ich hab einen Auftrag gekriegt und ja, hab ich schon mal mit meinem. Im Führerschein haben Sie nicht mit, oder wie? Ich hol den Kofferraum hinten drauf. Ach so, ja. Alkoholische Getränke getrunken. Nein, ich trinke. Wenn's mal hineinblasen, bis ich stopp's auf, bitte. Dankeschön. Mein Angebot. 30 Euro fürs Gelblicht, das Sie gesehen haben. Und Sie versprechen, wir kaufen Sie eine Freisprecheinrichtung oder was auch immer. Ja? Und die Sache ist erledigt, okay? Ja, haben Sie die da, die 30 Euro? Plötzlich strömen immer mehr Menschen aus dem Lokal nebenan. Was ist mit dem? Er hat so viel getrunken. Das ist ein Wahnsinn. Was hat er gemacht? Er hat mir betrunken. Wirklich? Ja. Warte, ich mach einmal da fertig. Komm. Ich komm gleich. Ja. Ja, warte ein bisschen. Ich mach ihn. Hallo. Du musst nicht mit ihm machen. Das ist ein Wahnsinn. Eine Sekunde, ja? Und dann machen wir da bei Ihnen gleich weiter, gell? 30, bitte da. Was ist denn für ein Problem? Gar nichts. Aber bitte. Ey, lass mich, sag mir, ich will Ruhe lassen. Vorsicht mit der Bierflasche. Bitte Vorsicht mit der Ruhe lassen. Darf ich gut reden oder nein? Ich sag dir, lass mich bitte ausreden, Alter. Gehen Sie jetzt nach Hause? Wo wohnen Sie? Ich wohne gleich da im Bezirk. Ja. Bitte, wenn der jetzt noch immer da drüben steht, nicht meckern oder sonst irgendwas, einfach nach Hause gehen. Okay? Geht das? Und das Bier da, die drei Tropfen, nicht verschütten, okay? Mhm. Weil sonst bin ich voll. Dankeschön. Okay, passt. Super. Alles dann. Naja, Sie trinken naja, so was? Schnell. Aber das ist nicht. Na, das ist ja. Na, euer Freund, ist immer die ganze. Ich war voll. Ja, aber Sie haben ja da gerade alles verschüttet. Kann ich was sagen? Ja, kann ich es wegschmeißen? Was sagen Sie denn? Kann ich es wegschmeißen? Frag einmal, was wegschmeißen das kann. Das hat ja. Der ach so, gut, okay, passt. Na, Mac, gehen wir nach Hause? Sicher. Das ist ein toller Plan. Jetzt geht's ab nach Hause in die Heuer. Warten, schauen Sie, der Mann möchte vorbei. Geht schon, gehen Sie nur. Na, oh ja. Na, was hätten Sie nun gern gemacht? Hm? Jetzt geht aufs fremde Auto an. Ja, gut. Na, und ja, auch nicht niederlaufen. Schau, rein. Ich schlug nicht. Aber eine dürfen es nimmer mehr. Das hat er gesagt. Das lernen wir schon wieder am Auto. Ich hab gar nicht da. Nein, ich nicht, aber es ist so. Ja, jetzt haben sie ein Hausverbot für heute. Was soll ich da tragen im Verkauf? Was wollt ihr von mir? Nein, nix, ich will nix. Ich will gar nicht. Was habe ich getan? Nein, Sie dürfen nur nicht rein und ich will nicht, dass da Streiterei gibt. Weil das haben Sie nicht notwendig und die auch nicht und dann passt's. Schon. Ja, okay. Nein, Sie dürfen ja nicht. Nein, Sie dürfen nicht rein. Nein. Okay? Aber ich sag dir was, ja? Ja. Was denn?
Hoppala. Ja, schau, ich häng mich da ein bisschen ein, dann gehen wir ein bisschen gerade. Dieser Mann ist so viel getrunken, mein Problem. Jeden Tag sagt, Schlager, nicht gut. Nachdem der alkoholisierte Mann schließlich doch noch den Heimweg antritt, ist der Einsatz für Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian erledigt. Hat sich angehört wie ein Streitgespräch. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Aber das ist, glaube ich, das wissen oft die selber nicht. Bei dem Alkoholspiegel weiß man das oft dann selber nicht mehr, was der Grund war, warum die in Streit geraten sind. Und das war dann eine Schreierei und ein Wirbel. Und wir haben dann nachgefragt, was da eigentlich los ist. Und alle Beteiligten, es waren viele, offenbar, das haben wir wahrscheinlich einige gar nicht gesehen, die noch im Lokal verblieben sind, die waren alle ziemlich stark alkoholisiert und die dürften in Streit geraten sein. Und das haben wir Gott sei Dank noch, bevor was Ärgeres passiert ist, schlichten können. Gleich beim Wachzimmer Otterkring, die Polizisten ziehen ein demoliertes Fahrzeug aus dem Verkehr. Ja, aber so kann man ja nicht fahren. Was glauben Sie, während der Fahrt, Sie verlieren das? Das ist ja komplett lose, schau. Das ist ja, das, da. Das Einsatzgebiet von Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian ist der 16. Wiener Gemeindebezirk Otterkring. Zu Beginn der heutigen Streife bemerkt Karin ein defektes Fahrzeug. Ich will den haben. Tu weiter oder lass mich fahren. Aha, warte, ich ruf dich zurück. Wir müssen kurz, gell? Ich melde mich dann gleich. Okay, bye. Was ist da jetzt? Na, der fährt komplett eingehaut vorn. Mit einer Ur-KFG-Leuch. Laut Kraftfahrgesetz, kurz KFG, ist es die Pflicht jedes Autobesitzers, dafür zu sorgen, dass sein Fahrzeug ohne Mängel im Straßenverkehr unterwegs ist. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe. Also grüß Gott, einmal zeigen Sie mir meinen Führerschein und den Zulassungsschein. Was hatte ich? Jetzt war ich in der Werkstatt. Aha, na, ich habe gesehen beim Vorbeifahren, dass das Auto vorn komplett kaputt ist bei Ihnen. Und deswegen kontrollieren wir das jetzt einmal. Gell? Ja. So, gut. Also was ist denn passiert beim Auto? Jetzt erzählen Sie mir mal. Ich habe nicht den Unfall gemacht. Ach so, Sie sind aber nicht. Ja, okay. Und Sie sind der Besitzer vom Fahrzeug? Nein. Das Auto gehört meinem Onkel. Ein Onkel, gut, Auto, okay. Ich gehe jetzt in 16. Eine alte Frau, ist so, sie hat Bremse. Ja, so, schnell, stark, ja. Bremse gemacht. Ja. Dann das zweite Auto war dem. Und er war der Dritte. Und dann kommt danach eine Audi, hat mit ihr einen Unfall gemacht. Oh, Jesus, nein, jetzt hat sie. Also, ganz kaputt. Also, na, der Reifen, ich glaube, der Fuß, das wäre Ärger gewesen, gell? So, gut, also, was ist denn da? Funktioniert das noch oder hängt das jetzt nur da drinnen? Drehen Sie mal auf, das Licht. Ja, aber so kann man ja nicht fahren. Was glauben Sie, während der Fahrt, Sie verlieren das? Das ist ja komplett lose, schau. Das ist das, da. Ja. Da brauche ich nur hingreifen. So kann man ja das nicht fahren. Sie müssen das. Das Neue. Machen Sie mal, drehen Sie mal das Licht auf, dass wir schauen, ob das funktioniert. Schon. Ah, Sie haben schon. Na, dann funktioniert es nicht. Bezündung, glaube ich, einschalten. Ja. Richtig so, und. Oder? Ja, aber das brauchen wir, gell? Ja, geht. Geht schon? Ja, jetzt geht's. Okay. Wundersamerweise funktioniert das noch. Aber Sie müssen ja das irgendwie fixieren. Sie können ja nicht so fahren. Schauen Sie, wenn Sie da was Sachen verlieren, dann beschädigen Sie das nächste Auto damit oder den nächsten Fußgänger damit. Ne? Ja. So können Sie nicht zur Werkstatt. Ja, Sie dürfen jetzt sowieso nur zur Werkstatt fahren damit. Ja, mehr eh nicht. Ist Lorenz Bayer Platz Nummer 1. Ja, der Büro. Ja. Und hier, das ist Liebehalsgasse. Na, ja. Die Werkstatt. Und dann muss er auch dort stehen bleiben. Ja, aber ja, Sie können ja jetzt dann nicht so. Sie müssen ja das irgendwie, festkleben. Ich lasse jetzt bei der Werkstatt, kommt die Versicherung, sie machen neue Fotos. Ja. Und dann die schicken die Freigabe. Ja. Aber der Auto bleibt dort. Bleibt da. Ja, aber bis dorthin, was ist, wenn Sie es bis dorthin verlieren? Na, Sie müssen ja das fixieren mit irgendeinem Klebeband zumindest oder so irgendwas. Ja? Mhm. Weil da könnte ja allerhand passieren, wenn Sie das da auf der Straße verlieren und da geht ein Fußgänger vorbei oder so. Ich greife einmal hin und habe schon die ersten Teile in der Hand. Ne? Das ist ja das Problem, dass es einfach nur drinnen liegt. Das heißt, sobald der Herr jetzt eine abruptere Bremsung machen würde,
besteht halt die Gefahr, dass das Licht dann 5 Meter vor dem Auto liegt. Nicht? Wenn das dann noch vielleicht bei einer Ampel ist, wo gerade wer rübergeht, dann ist halt da auch nicht auszuschließen, dass halt wer verletzt wird. Der Herr hat mir jetzt versprochen, dass er das so fixiert, dass da nichts mehr passieren kann während der Fahrt. Und für den Sicherheitsgurt, den er nicht verwendet hat beim Vorbeifahren und dann in weiterer Folge falsch, wie man das sieht. Ah nein, jetzt hat er es wieder runter. Dann. Er ist nämlich drauf gesessen am Sicherheitsgurt und hat nur dann das drüber gelegt. Da kann er jetzt 35 Euro gleich zahlen, damit ist er einverstanden. Und wir sind beide glücklich. Wunderbar, Sie haben das klein, hervorragend. So, bitte, das ist der Beleg für Sie und Ihre Papiere retour. Und Sie bringen das in Ordnung, sodass man dann bis zur Werkstatt fahren kann. Ich gehe jetzt gleich. Super, okay, fein, danke. Ich mache nur einen Parkschein. Ja, okay, gut. Vielleicht, wenn Sie ihn rüberstellen. Ja, genau. Ja. Dankeschön. Wiederschauen, danke.